Herzlich willkommen zurück zu König der Löwen. Ja, wir sind immer noch auf dem Elefantenfriedhof. Und ich habe gerade zwar ein Leben geopfert, um ein Continue zu holen, aber ich war etwas überrascht, dass diese Hyäne mich plötzlich verfolgt hat. Ah, das ist tatsächlich eher selten so. Und hier sieht man jetzt auch nochmal links die Höhle, wo der Käfer war. So, dann das Ganze jetzt nochmal. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja diesmal ein bisschen besser. Nein, 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 bleib hier, du Scheißvogel. Aua. Ja, das war jetzt auch nicht so ganz geplant. Geht's noch irgendwie bei euch? Ach, lasst mich einfach alle in Ruhe, echt jetzt. Oh. Komm jetzt bloß nicht hier runter, ich sag's dir. Nee, scheint diesmal nicht zu passieren. Wie nett. Oh, ich sollte hier echt ein bisschen aufpassen. Mit meinem Leben, ey. Das funktioniert irgendwie mal so gar nicht. Weil wir kommen jetzt nämlich erst noch an die wahrscheinlich blödeste Stelle überhaupt. Die ist auch richtig schwer. Finde ich zumindest. Hier ist erstmal noch ein Leben. Und noch ein Käfer. Also das meine ich jetzt hier noch nicht. Aber wir sind jetzt praktisch wieder am Start des Levels. Also der Levelaufbau ist auch ganz witzig. Ja, also hier unten haben wir ja angefangen. Natürlich blöd, wenn man hier runterfällt, muss man das ganze Level nochmal durchlaufen. So, aber jetzt kommt's. Wir haben jetzt hier nämlich zwei Hyänen. Ja. Die... Oh Mann, ey. So, die ist jetzt schon mal tot. Problem ist, jetzt kommt nämlich noch eine und das ist nämlich richtig ätzend. So, jetzt ist nur noch eine da eigentlich. Aua. So, jetzt soll ich mich aber auch nicht mehr treffen lassen. Komm. Das wäre echt jetzt gut. Level auf Anhieb geschafft, das wäre echt geil. Also was heißt das Level auf Anhieb geschafft? Ich bin auch oft genug gestorben. Aber jetzt wird dieser Weg hier freigeräumt und wir haben es tatsächlich erledigt. Und dann haben wir einmal Scar. So, Bonus habe ich eingesammelt. Also mal wieder Käfer sammeln. Dessen Sinn mich immer noch, ja... Also wie gesagt... Oh, das war ein... Da war er, der sinnvolle Käfer. Das hätte unsere Brunnenleiste nochmal erweitert. So, hier müssen wir jetzt natürlich in diesen Knus hier ausweichen. Das war schon mal nicht gut. Ich glaube, das ist eins der wenigen Level, in denen ich tatsächlich noch nie gestorben bin. Ich hoffe, dass mir das jetzt auch nicht passiert. Aua. Ich stelle mich aber auch gerade echt so ein bisschen dumm an. So. Ich springe da immer zweimal. Ich weiß auch nicht, warum. Hat sich irgendwie so angewöhnt, habe ich mir das. Das funktioniert meistens ganz gut. So, dass ich da rüberkomme. Aber sonst nicht großartig weiter Probleme habe. Jawohl. Okay, jetzt irgendwann kommen relativ viele. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Aber es ist auch manchmal schwer einzuschätzen. Von, also wo die genau langlaufen. Also es hat gerade so geklappt mit unserem Leben. Kill him. Kill him, jo. So, das ist jetzt so eine Art... Also man, hier kommen irgendwann solche Steinteile runter, genau, wenn man an einer Stelle länger stehen bleibt. Deshalb werden wir jetzt auch versuchen, relativ zügig hier durchzukommen. Au, ja. Und zwar einmal hier lang. Da gibt es nämlich einen Geheimgang.
bei dem man auch hier den Käfer einsammeln kann. So, und jetzt werden wir hier verfolgt vom Stein. So, und der macht uns platt, wenn wir da nicht ranspringen oder uns hier schnell genug praktisch wegretten. Das Level ist eigentlich relativ kurz, hat aber ja ein paar recht krasse Sprungpassagen. Die kommen aber erst noch. Okay, das war zum Beispiel irgendwie ein bisschen blöd jetzt. So, hier ist zumindest schon mal ja die leichtere von denen. Also da muss man dann schon ein bisschen trainierter sein, was das Springen angeht. Aua. Ich glaube, ich will jetzt auch nicht gleich mein ganzes Leben. Aua. Also ein bisschen hier kann man noch ein Leben sammeln. Ah, hier ist nämlich das versteckt. So, und dann, na Gott. Simba. Springen. Mal sehen, ob wir es nochmal bekommen. Wir sind ja schon immerhin hier, ne? Au, ja, Stachelschweine hier. Also hier ist auch echt irgendwie doof. Kann man es nochmal holen? Ne, kann man nicht. Hui. So, jetzt ist praktisch eigentlich jetzt hier die letzte Sprungstrecke, die aber ja nicht so ganz ohne ist, vor allem wenn man teilweise echt ins Leere springt, aber das war es dann auch schon. Gemein. Ja, und da haben wir wieder Pupa mit seinen Käfern. Mal sehen, ob wir Glück haben und vielleicht nochmal einen bekommen. Da, tatsächlich. Wow. Ach, schade. Ich hätte nochmal rülpsen können. Hakuna Matata. Ja, hier müssen wir uns mit diesen spuckenden Fröschen auseinandersetzen. Die sind echt ätzend. Na, komm. Man kann so ein bisschen denken, indem man die Richtungstasten drückt, wo man hier lang fährt. Also hier weiß ich auch nicht so genau, wie man da rankommt. Ich habe das schon echt mit allen möglichen Sachen versucht. Also man kann da durchlaufen, aber ich meine jetzt daran zu kommen, ohne Schaden zu bekommen. So, das ist auch ein Level, wo ich ewig für gebraucht habe, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Das Level davor war aber das Level, wo man unbedingt die Rolle braucht, um weiterzukommen. So, hier ist jetzt schon mal Spinnies. Froschies. Die sind auch ein bisschen unberechenbar, diese Viecher. So. Das einzige Gute daran, dass ich so wenig Leben habe, ist, dass wir jetzt hier die ganzen Bonusleben einsammeln können. Bei 8 ist dann Schluss, also man kann nicht mehr als 8 Leben haben. Und dann sieht man auch die Leben nicht mehr, die man einsammeln kann. Das heißt, wenn man das Spiel zum Beispiel auf leicht spielt und man von vornherein für jedes Continue 8 Leben bekommt, sieht man manche Sachen einfach gar nicht. So, da hinten ist noch ein Käfer. Ja, unsere Prünenleiste ist ja jetzt schon relativ ausgeprägt, aber ist jetzt nicht so, dass wir damit Gegner komplett kaputt machen können. Zumindest nicht mit dem kleinen Simba. So. Bam. Bam. So, hier muss ich jetzt nochmal überlegen. Da gibt es auf jeden Fall eine Stelle. Ich glaube, hier ist das. Ja, hier. Das ist nochmal ein Käfer für unsere Lebensleiste. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine der schlimmsten Stellen überhaupt. Und zwar dieses lustige Baumstammspringen. Ich weiß nicht, also manchmal funktioniert es gut, manchmal ist es der absolute Hass. Also es ist ganz kurios. Mal sehen, dass wir jetzt erstmal hier ein Stück hochkommen. Okay, so, schon was geschafft.
Na gut, gehen wir erstmal hier auf den Zwischenstopp. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt. So, manchmal brauche ich ewig für diese Stelle und manchmal geht's ganz gut von der Hand. Es ist sehr unterschiedlich. Das war zum Beispiel jetzt richtig dumm. Jetzt haben wir einfach mal richtig viel Höhe verloren. Lala, es kann also ein bisschen dauern, jetzt, wenn wir hier oben sind. Dann geht's ein ganzes Stück. Alter, jetzt sind wir ja schon wieder hier an der Stelle. Jetzt kommen wir wenigstens mal ein bisschen nach oben. Auch schon mal was wert. So, irgendwo kommt jetzt hier noch ein Leben. Genau, da ist es auch schon. Das werden wir uns noch mit organisieren, natürlich. Na, brauchen wir nur mal die richtigen Steine hier. Komm. Ach, ja, sehr gut. So, jetzt einmal hier rüber. Das ist nämlich so ein blauer Käfer, den wir für Timons Bonuslevel brauchen. Den können wir dann einmal einsammeln. Dann wieder zurück. Und dann lassen wir uns einmal hier runterfallen. Da oben ist sonst nichts weiter. Einmal gucken. Hier ist noch die Spinne, die interessiert uns aber auch nicht. Was wir brauchen, ist natürlich das. So, das ist wieder auch nur eine Spinne, aber hier drüben müsste es jetzt eigentlich weitergehen. Jawohl. Und da ist auch schon der Endgegner. Und den gibt es ja im Film gar nicht, diesen Charakter. Aber da das Spiel parallel praktisch zum Film entwickelt wurde, wurde der dann drin gelassen, obwohl er im Film rausgestrichen wurde. Weil das Spiel dann einfach schon zu weit fortgeschritten war. Und letztlich müssen wir den Kokosnüssen ausweichen. Das ist jetzt irgendwie eine schlechte Position. Oh ja, genau. Weil er kann uns nämlich auch hauen. Was nicht schön ist. Mal sehen, ob ich das... Die Animationen sind aber natürlich trotzdem... Sehr geil. Hallo, Simba. Häng dich da dran, bitte. So, jetzt. Müssen wir ihm folgen. Das ist immer das, was eigentlich mit am längsten dauert. Na. Ach, Simba. Zum Glück kriegt er keinen Fallschaden. Ich dachte, ich kann jetzt nochmal auslösen. Dieses Schlagen. Aber hier ist immer so gefährlich, wenn wir an der Kante stehen, weil wenn er uns ins Wasser schubst, ist man halt einfach leider tot, ne? Aber sonst, diese Animation von ihm ist schon ganz cool eigentlich. Nein. Nein. Okay. Das war's. So, und da mal wieder eine Jagd nach Käfern mit Timon. Na, komme ich da hoch? Nee. Oh, hier sind viele Käfer, das ist gut. Kann man ein bisschen was sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Continuous ich habe. Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Ja, ich habe immerhin 5 Leben. Ja, und jetzt sind wir natürlich der erwachsene Simba. Der hat ein paar andere Fähigkeiten. Also er kann natürlich immer noch springen, wir können aber nicht mehr rollen zum Beispiel, dafür aber schlagen. Und das wirklich in unterschiedlichsten Ausführungen, also auch geduckt, wir können auch sowas hier machen. Ja, also es geht da relativ viel. Und das kommt hier natürlich direkt mal zum Einsatz gegen irgendwelche Leoparden oder was das sind. So. Na, komm. Diese Lianen oder was da sind, können wir einmal wegboxen. So, und das, was man hier so quietschen hört, sind Affen, die können wir auch einfach beseitigen. Denn die schmeißen
ja, mit irgendwas nach uns. Kann man, glaube ich, selber interpretieren, was es darstellen soll. Man kann die aber auch anbrüllen. Und das sind nämlich die einzigen Gegner, die man auch so besiegen kann. War das jetzt richtig, was ich hier getan habe? Natürlich nicht. Hoppala. Na komm. Simba. Beweg dich. So. Ah ja, hier kommen jetzt eine ganze Menge von denen raus. Theoretisch kann man die, glaube ich, auch anbrüllen. Der schnauft jetzt da hinten gerade. Man hat es leider nicht so gut gesehen, werden wir aber später noch öfter mal sehen. Da hat man die Chance, dann mit Special Moves die direkt zu erledigen. So, und da haben wir Rafiki, der uns einmal den Weg frei macht. Ich gucke jetzt aber einmal noch hier hoch. Ach, nur ein Affe. Schade. Käfer wäre ganz nett gewesen. Ah, da war er auch schon, der Käfer. Okay, der Sprung hat mir jetzt mal gar nichts gebracht. Na. So, Simba kann sich natürlich immer noch hier rumschwingen. Und hier ist ein Continuum drunter, wie man das sieht. Immer noch mal was. Das holen wir uns natürlich. Und zwar muss man dafür diesen Felsen noch hier dran lassen. Und erst danach zum Rollen bringen. So, und da ist der Checkpoint für den erwachsenen Simba. Komm, brüll, bevor der Affe mit irgendwas schmeißt. So, hier haben wir den Bonuskäfer in Blau. Das heißt, Timon-Bonus-Level gibt es dann. Komm, wupp. Jawohl. Können wir so ein bisschen Platz schaffen. Hier kann ich auch. Am besten kommt man eigentlich, wenn man immer Y drückt und die ganze Zeit einfach nur draufhaut, so. Hier kommen echt immer ganz schön viele raus. Ich weiß nicht, so ein Jaguar-Nest oder so. Keine Ahnung. Die scheinen sich da rasant vorzupflanzen da drin. Und da mal wieder Rafiki. So, hier ist erstmal nichts. Da habt ihr gerade einen blauen Käfer gesehen, der unsere Brünnleiste erhöht. Den holen wir uns natürlich. So. Dann geht's hier. Ja, komm. Also, wie gesagt, das ist eigentlich die beste Taktik: einfach draufkloppen. Aber das ist auch der Grund, dass jetzt hier ist ja viel mehr Fokus auf den Kampf gelegt, sozusagen. Man kann auch nicht mehr auf Gegner draufspringen oder so. Es geht auch nicht mehr darum, auszuweichen. Sondern es ist halt wirklich, wirklich mehr so dieses Kampf. Deshalb fand ich diese Level mit dem erwachsenen Simba am Anfang so viel blöder. Hallo, Simba. Weil ich damit nicht so richtig zurechtgekommen bin. Ach, schade, es hat nicht geklappt. Danke. So, dann haben wir ihn einmal beseitigt. So. Und hier hoch, komm. Ups. Ups. So, hier hinten kommen wir jetzt dann auch zu dem Käfer. Wunderbar. Geht gut voran. Aber ja, das schlimmste Level für den erwachsenen Simba kommt erst noch. Nerv mich nicht. Und hier haben wir wieder so eine Stelle. Also man kann die hier auch praktisch betäuben mit diesem... Ich kann das ja gleich nochmal probieren, wenn es wieder ein bisschen voller ist. Weil dann kann ich euch nochmal einen Move zeigen, einen anderen. Oh, hier. Den hier, genau. Komm. Ja, da kann man den praktisch so über sich werfen.
Ist auch ganz wichtig, sollte man unbedingt kennen, denn ansonsten kann man das Spiel nicht beenden. Genau. Oh, und da haben wir wieder die Jagd mit Timon. Ich weiß gar nicht, wie viele Leben habe ich jetzt. Oh, ich bin echt so schlecht diesmal da drin. Es ist der Wahnsinn. Ja, seid bereit, be prepared. Damit werden wir dann im nächsten Video fortsetzen, denn die Zeit ist an der Stelle schon wieder vorbei. Also bis dann. Tschüss.